ist zu Ohren gekommen, dass sie nicht immer die Wahrheit sagen. Belügen sie etwa das Volk? Kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Aha, aha. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen. So, so. Kanzleramt. Na, 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 na. Merkel sagt auf Wiedersehen. Na, 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 na. Die Minister können mit dir gehen. Na, 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 na. Angela, deine Ereigniskarte. Gehe in das Gefängnis, begib dich direkt dorthin. Gehe nicht über los, ziehe nicht D-Mark 4000 ein. Angela, 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 das Volk ist da. Angela, 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 das Volk ist da. Was halten Sie von einer demokratischen Wahl? Muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist. Aha. Und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Mhm. Und es muss jetzt alles getan werden, damit deutlich wird, dass dies in keiner Weise dem, was die CDU denkt und tut, in Übereinstimmung gebracht werden kann. Interessantes Demokratieverständnis. Frau Merkel. Angela, 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 das Volk ist da. Angela, 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 das Volk ist da.